So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu einer, danke, zu einer weiteren Folge From the Mind Test. Let's go. Es ist hier gerade so warm. Ich will aber auch nicht Fenster aufmachen, weil because of Lärm und so. Aber ich glaube, ich muss mal durch. Und direkt Krach. Na, aber doch klar. So. So, ich hoffe mal, von draußen kommt nicht allzu viel Lärm rein. Aber man merkt einfach, es wird mittlerweile Sommer. Ja. Und schon toll. Krieg hier, Alter. Ja, sieht doch gut aus hier. Sehr interessantes Restaurant. Und natürlich wieder nur Kürbisse. Wie wär's mit ein paar Wassermelonen hier? Vor allem jetzt bitte schön auch so in Real Life, ne? Nur Kürbis, oder? Also ich sehe keine Melonen. Whatsoever. Ach, Bullshit. Ach, Kacke. Jo, denn das ist wieder Wüste, wie es aussieht. Kommen wir hier runter? Ja, doch. Wow, das Lava. Ja, warum ist denn hier Lava? Egal. So, das Gebiet hier ist ein bisschen kahl. Ich würde mich gerne an einem Gebiet niederlassen, wo es ein bisschen belebter aussieht. Ja, und hier sieht es ja aus wie so Steppe. Naja, nicht wirklich, aber. Oh, da hinten haben wir Dixabums da. Kakteen. Ach, guck mal, das ist ein Kiesgebiet. Ein Kiesbiom. Von der Optik her mein absolutes Lieblingsbiom. Da kann man so richtig schöne Mondbasen oder sowas bauen. Das passt so vom Seam her immer richtig geil, ne? Dann eine Steppe. Machen jetzt draußen einfach alle Krach. Ich glaube das nicht. Da müsst ihr einmal ein Fenster aufmachen für Aufnahmen und schon ist draußen Dritter Weltkrieg. Schläft da gerade jemand was? Ernsthaft? Ich komme die gleich. Wobei, das müsste eigentlich mittlerweile alles rausgefiltert werden, ne? Diese leisen Störgeräusche, sag ich jetzt mal. Diese Striche ist zwar schon schön und gut, aber wenn die halt wirklich so perfekt gerade durchgehen, ich weiß ja nicht. Sieht dann doch ein bisschen zu künstlich aus. So, mal gucken, was uns hinter diesem Hügel hier erwartet. Hoffentlich das Paradies. Och, Alter. Sieht ehrlich aus wie das Paradies. Ein Paradies beinhaltet ganz viele Waifus und ja. Das sieht mir eher aus nach Katastrophe. Gut, durchqueren wir einfach mal dieses geile
dieses geile Biom hier, dieses Kiesbiom oder Geröllbiom, was auch immer das eigentlich darstellen soll. Das ist ein Baum, klar. Mitten in der Kieswüste einfach mal so Baum. Der Baum hat so zu viel Kies geschnuppert. Kommen wir hier rüber? Ne, kommen wir nicht. Also einmal außen rum, danke dafür. Ey, Blali. Kies, so wird es gereicht, Alter, das ja. Ich weiß doch gerade gar nicht, wie groß diese Biome überhaupt werden können jetzt. Ne? Nicht, dass wir jetzt hier noch 3 Stunden laufen. Der Dent ist auch noch Kies. Oh Gott. Was habe ich mir nur vorgenommen? Boah, Alter, sieht das halt einfach geil aus. Ah, guck mal, da hinten wird wieder grün. Nice! War es ja doch die richtige Entscheidung, hier lang zu laufen. Easy. Was sind das denn für Bäume? Ah, doch, das sind ganz normale Bäume. Geil. Cool, dann haben wir direkt unser Gebiet gefunden hier. Sieht auch schön aus. Warum wird gerade meine Position zurückgesetzt? Kommt jetzt mein Laptop nicht hinterher? Ich meine, kann sein, weil hier ne, die gesamte Map erstmal generiert werden muss. Aber ich meine, der Laptop ist ja mittlerweile so leistungsstark, dass er selbst damit kein Problem haben sollte. Weil ich meine, guck mal, wie weit die Sichtweite geht. Also mit dem Map-Erstellen hinterherkommen, hat er eigentlich keine Probleme. Gut, nun ist mir aber aufgefallen, dass der Map-Gen, also dass mein Klon beim Erstellen von neuen Biomen doch wesentlich mehr Rechenleistung braucht als mein Test. Was daran liegt, dass bei Minecraft auch diverse Strukturen erzeugt werden, wie halt diverse Dungeons oder irgendwelche, halt so eine Villager-Dinger da, ne, so eine Haussiedlung und sowas alles, diese ganzen Strukturen generieren, das verbraucht schon doch ganz schön viel Rechenleistung. Vor allem, weil das alles hier in Lua implementiert ist und nicht direkt in der Engine. Es ist schon wieder dunkel, kacke. Das scheint doch ganz schön Rechenleistung zu brauchen. Weil das Generieren der Welt unter Mindclone braucht wesentlich mehr Rechenleistung als unter Mindtest. Das ist mir schon aufgefallen. Und ich meine, der Laptop ist zwar leistungsstark, ja, aber es ist jetzt kein High-End-Computer, es ist immer noch nur ein Laptop. Ja. So, hier lassen wir uns direkt nieder. Ist doch geil. Vielleicht nicht hier ganz drin, sondern so ein bisschen mehr so hier Strandgebiet. Das sieht doch geil aus. Holy moly. Tja, wo genau lassen wir uns nieder? Wir müssen sowieso gucken, weil es wird jetzt gerade dunkel. Kacke. Ich gehe mal nach da hinten. Das sieht ja sehr interessant aus. Oder hier sowas, so eine Landzunge. Es wird halt scheiße dunkel. Ja, das wird es jetzt. Dunkel, dunkel, dunkel. Muss schwimmen. Ja doch, schau mal, hier sieht doch schön aus. So Landzunge ist doch ideal. Doch, hier bleiben wir. Genau, hier bleiben wir. Ein bisschen Haus abstecken hier.
So, dann holen wir gleich mal unser Bett. Perfekt. So. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, die Bäume abzubauen. Ach so. Ach. Ich vermisse meine ganzen Mods, Alter. Ich will meine Woodcutting-Mod haben. Ah, egal, machen wir es halt klassisch. So, das allererste, was wir machen, ist mal hier ein paar Kisten hinstellen. Das heißt, du kommst mal dahin. Dann nehmen wir mal hier ein bisschen Holz in die Hand. So, machen wir eine schöne Doppelkiste. Und klatschen erstmal alles rein, was nicht nied- und nagelfest ist. So. Dann nehmen wir auch mal ein bisschen Gestein und machen einen formschönen neuen Ofen. So, Kohle, Eisen, Schwert, das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ich weiß, ist einer zu wenig, aber pff, drauf geschissen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein Eisen. Muss Eisen finden. Muss zerstören. Nö, finden wir nicht. Okay, dann halt nicht. So, was wir uns aber mal machen ist, wir brauchen noch Eisen. Danke. Und Stöcker. Danke. So. Okay, eine Axt. We need a Axt. So. Da hinten die Kuh, die würde ich gerne direkt mal erlegen. Das würde ich gerne erleben. Oh, das ist schön. Komm her. Ein bisschen Stück. Drei Schläge braucht die? Ernsthaft? Gott, warum hält die so viel aus? Schaumignon, kleines. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mal an, hier die Bäume zu fällen. Okay, ich merke gerade, Woodcutting-Mod brauchst du hier eigentlich gar nicht. So schnell, wie die Bäume zu fällen sind. Das kriegst du auch locker so hin. So, haben wir jetzt noch ein bisschen Platz hier. Alter, so viel Stuff, ey. Wow. Richtige Lootboxen hier. Schnick. So. Wie viel Platz nehmen wir denn? Ich glaube mal, die Ebene hier... Die trage ich auch noch ab. Dann machen wir jetzt mal hier noch ein bisschen mehr Platz. Sehr schön. Erstmal die gesamte Urwald abholzen. Greenpeace wird sich freuen. So, sollte aber mittlerweile auch schon gut aussehen. Ja doch, das reicht auf jeden Fall. Das sollte passen. Ja, habe ich was vergessen? Nö.
So vier Stöcker. Ist übrigens geil, dass man aus den Blättern direkt Stöcker bekommt. So, dann nehmen wir jetzt mal unsere Schippe und machen mal hier den Sand weg und dann geht's weiter. Da ist die Schippe. Sieht so natürlich genug aus? Ja, doch, geht. Doch, sieht gut aus. Gutchen. So, nächster Schritt. Ach, komm, die Schippe können wir gleich noch kaputt machen hier. Wobei. Lieber nicht. Nächster Schritt ist, wir brauchen eine Ho. A Ho. Ho, ho, ho. Können wir nämlich gleich mal das ganze Getreidezeug hier anpflanzen. Davon haben wir auch nicht unerheblich. Dann nehme ich mal die Stelle hier. Sieht gut aus. Mein Klon war doch 4 Entfernung, oder? Schauen wir mal hier so. So, mal gucken, ob das Ding feucht wird. Viel falsch. Ich sollte weniger Hentai Games spielen. Oh, guck mal, wir haben Pfeffchen bekommen. Oder Seed. Und wirst du feucht oder nicht? Oder was? Oder wie? Oder wer? Oder auch immer? Jetzt feucht. Ich piss auf dich. So. Egal, lass erstmal. So, so viel Seed haben wir ja sowieso noch nicht. Pflanzen wir erstmal das ein, was wir haben. Dafür sollte die Fläche ausreichen, wobei wir haben schon 46, könnte knapp werden. Außerdem haben wir noch Kartoffeln und Gurken, Karotten. Das reicht nie im Leben. So, erstmal, damit wir nicht außersehen was essen. So, jetzt sind wir satt, jetzt können wir nichts mehr essen. Ja, ist feucht geworden. Geil, cool. Dann können wir hier doch noch eine Reihe ranmachen. Falsche Seite. Ich will immer mit Linksklick machen, weil bei MyTest ist es glaube ich, bei MyTest ist es glaube ich mit Linksklick. So, perfekt. So, das sollte doch locker reichen für meinen Ertrag quasi. Erstmal. Perfekt. Gutchen, dann kann das schon mal vor sich hin vegetieren. Und wir können ja mal anfangen mit unserer Bude. Holz haben wir jetzt. So. Da haben wir eine relativ große Fläche. Wir können also mal überlegen, was für eine Art Haus wir bauen. Immer diese Mopedfahrer hier.
Bauen wir ein normales, klassisches Haus oder eins auf Stützen? So, ich meine, so ein Haus auf Stützen würde hier von der Optik her vielleicht ganz gut passen, aber es ist ja hier kein Sumpfgebiet in dem Sinne, ist ja eigentlich eine feste Landzunge. Von daher weiß ich nicht, ob das so von der, also ob es überzeugend aussieht, ob es passend aussieht. Alter, das finde ich mal bald. Schön, geil. Da werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Dann sind ein paar einzelne Bäume. Würde ich mal sagen, dafür bauen wir ein richtiges Haus, so klassisch. So, wie groß machen wir das? Ich würde mal sagen, wir machen. Es wird schon wieder dunkel, ne? Wo ist die Sonne? Die Sonne wurde geklaut. Nein! Muss ich schon wieder das Bett aufstellen hier. Wo ist denn das Bett? Bett, Bett! Da bist du. Los, schlafen, ich will schlafen! Ah, Krieg! Okay. Warten wir halt, bis es richtig dunkel ist. So, warte mal ganz kurz. Ich mach mal nochmal. Ich guck mal hier, wie weit gehen wir denn hier ran? Ich würde so bis hier so gehen. Da haben wir hier ein bisschen Platz zum Rumgehen, ne? So. Und jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier so ein Sektor aus? Ja, nur doch. Oh, unser Holz ist alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, nee, halt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wow. Genau zwei Sektoren bei zwei Sektoren groß. Interessant. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei ich es eigentlich auch lassen können. Sieht man ja von außen nicht mehr. So, na gut, das ist jetzt hier. Das ist jetzt unter meinem Niveau, also wenn schon, dann wenigstens Erde. Ah. 1, 2, 3, 4, was? Ah, genau, 4, 5, 6. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt doch. So machen wir schön Steinsims und zwar richtig klassisch mit Stone Bricks. Da bricht man sich alle Knochen. Aha. So, du kannst mal. Alter, wir haben drei Stacks Kohle. Wollt ihr mich verarschen? Holy moly! Das ist ja fett. Und wir haben mittlerweile, ja, mehr als ein Stack Eisen. Das ist halt. Respekt! Respekt! So, ich würde mal in der nächsten Folge gerne direkt da hinten hingehen, in den Wald und gucken, ob da Melonen wachsen. Würde mich halt hart interessieren. Weil ich bin irgendwie scharf auf Melonen. Ja? Bin quasi scharf wie eine Ziege. Oder wir machen einfach noch ein paar Öfen. Leider kommt man hier nicht so leicht an Blätter ran. Ich meine, wir könnten uns, glaube ich, eine Schere bauen, mit der Schere die Blätter abblättern. Aber, ich weiß nicht. Das ist schon an dieser Woodcutting-Mod, dass du da auch direkt die Blätter hast.
sodass du die Blätter als Brennmaterial benutzen kannst. Das fehlt hier leider ein bisschen. Ich glaube, ich klatsche doch ein paar Mods rein. Ja? Zum einen, also wenigstens diese Mod, diese Woodcutting-Mod und die Mod, dass man mit Fackeln quasi beleuchten kann, auch wenn man die Fackel nur in der Hand hält. Ich glaube, die beiden Mods mache ich einfach rein. Einfach because it's funny. Und ich glaube, ich mache direkt jetzt gleich sofort. So. Das heißt, wir switchen mal ganz kurz zu unserem Server. Wir müssen den dafür natürlich runterfahren. Also, ja, müssten wir eigentlich nicht. Wir könnten auch einfach den danach neu starten, aber pff, drauf geschissen. So, wir machen mal Server 4. Mein Minecraft-Server, ne? Mods. Das wäre einmal. Einmal. Ja? Ach, Dirtcraft können wir auch noch nehmen. Das war eine Mod, die ich erstellt hatte, ne? Achso, genau, das war das, dass man selber so Grasblöcke bauen kann. Brauchen wir nicht. Da Woodcutting Mod und. Wie hieß denn die andere? Hieß die nicht irgendwas mit Torch? Ah, nicht hier. Gilded Light. Ah, genau. Die beiden sind es doch. Was ist denn das hier für eine Mod? Was habe ich denn da erstellt? Ah, ja. Ah, jetzt weiß ich. Ja, okay. Das war eine Kompatibilitätsmod. Die hatte ich dafür erstellt, weil, früher bei meinem Clone, da gab es, wie man ja hier sieht, also vielleicht sieht man das, ich mach mal ein bisschen größer, damit man sieht, was hier abgeht. So. Da gab es früher einmal Dirt with Grass und Dirt with Dry Grass. Also so wie auch bei meinem Test, einmal ne, Gras und vertrocknetes Gras. Und jetzt wird aber so gemacht, dass alle Blöcke, die Gras sind, diese Blöcke sind. Und was für eine Art von Gras das ist, wird nicht mehr über diesen Item-String gelöst, sondern über diesen Parameter 2. Ne? Und da ja aber mein Server ein bisschen älter ist und die Welt schon generiert wurde, als mein schon noch mit diesen beiden Blöcken gearbeitet hat, deswegen gibt es halt auf meinem Server haufenweise von diesen Blöcken. Und bei den neuen Mine-Clone-Versionen, die diese Blöcke halt nicht mehr hatten, da war es dann überall halt Unknown Block. Und dementsprechend habe ich schnell diese Mod hier geschrieben, Quick and Dirty, die einfach dann diese Blöcke mit normalen Grasblöcken austauscht. Powered by, warum nicht? Und die andere Mod, die ich erstellt hatte, das war ja die hier. Die war, wie gesagt, einfach das, dass man hier mit ein bisschen, ne, dass man selber mit Schnee und Erde halt Schnee mit Erde machen kann und mit Gras und Erde, Erde mit Gras und Dschungelgras und Erde, Erde mit Dschungelgras und so weiter und so fort. War auch so quick and dirty. Wobei hier habe ich mir sogar schon Mühe gegeben bei der Mod, ja, da hatte ich schon richtig meine Programmierer-Skills eingesetzt, ja, und habe direkt eine Abfrage gemacht, aha, wenn du die Default-Mod kennst, die Teil von Mindtest-Game ist, dann machst du auch das für Mindtest-Game kompatibel. Und wenn du diese Mod nicht findest, sondern dafür diese Mindclone-Core-Mod, dann hätte ich hier auch noch die Rezepte hinzufügen können, halt für Mindclone. Habe ich aber nie hinzugefügt, einfach because, warum? Hatte irgendwie keinen Bock drauf. Und dementsprechend funktioniert diese Mod eigentlich nur in Mindtest-Game. Ich habe sie aber trotzdem in alle Server reinkopiert, auch wenn sie auf meinem Mindclone-Server nichts bringt. Aber die ist halt speziell für die anderen Mindtest-Server gedacht, wo man, haben wir auch im Let's Play genutzt gehabt. Da haben wir auch Blöcke mit Gras erstellt und genau dafür ist die. So, was wir jetzt aber eigentlich wollten, ist das hier. Die beiden, die brauchen wir. Einmal kopieren, Steuerung C. Und dann bitte bei
Nein, eben nicht falsch. Achso, hier. World Mods. Damit die automatisch geladen werden. So, hier sollten sie beim nächsten Laden automatisch mit beim nächsten Starten des Servers automatisch mit geladen werden. So, dann kannst du wirklich zu. Du kannst auch wieder zu. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, die Woodcutting-Mod zu benutzen. Direkt mal testen. So. Jawohl, ja. Woodcutting-Mod. Nice. So, und jetzt sollten wir auch die ganzen Blätter bekommen. Hoffentlich. Natürlich nicht. Scheiße. Fuck. Früher hat es bei Mainz schon funktioniert. Aber mittlerweile, dadurch, dass er jetzt... kurz mal her. Kommst du? Ich schlag dich tot. Danke. Dadurch, dass jetzt Mindclone das anders macht, weswegen man ja jetzt auch diese Stöcker und sowas bekommt, funktioniert ja diese Woodcutting-Mod leider nicht mehr so, dass man Blätter bekommt, automatisch. Das ist natürlich schade. Brauchen wir also wirklich eine Schere für. Kacke. Ich hatte gehofft nicht. Leider geht die Sonne wirklich unter. Das ist natürlich sehr traurig. Oh. Ach ja, Mann! Ah, ist das süß. Kann man richtig schön auf dem Bett springen. Yay! Voll sexy und so. Ah, guck mal, die ersten Sachen sind hier fertig. Sind ja krass korrekt. Warum gibt es eigentlich so wenig Tiere? Hier gibt es irgendwie gar keine Tiere. Also da hinten hatten wir mal eine Kuh gehabt. Aber abgesehen von der Kuh, guck mal, da. Ach so, aber wahrscheinlich, weil die Fische hier jetzt alle die ganzen Slots belegen oder so, keine Ahnung. Yay! So, dann würde ich mal sagen, soll es für die Folge auch gewesen sein. Und dann machen wir nächste Folge mal einen Spaziergang in dem nahegelegenen Wald. Und ja, so also gucken wir mal, ob da ein paar Wassermelonen sind. Weil, wie gesagt, auf Kürbis, die Kürbisse schmeiße ich wahrscheinlich weg. Ich habe nie viele Erfahrungen mit Kürbis gemacht. Ich weiß, man kann sich aufsetzen, da kann man so komisches Blickfeld da haben. Nee. Aber Melonen wären halt geil. Ne? Erstens sind sie im echten Leben geil und zweitens sind sie bei Minecraft auch geil, weil die halt super schnell nachwachsen. Das ist krass. Okay. Man sieht sich.